In diesem Video nehme ich mir den VPN-Anbieter Perfect Privacy vor. Wie immer schauen wir als erstes auf die Geschwindigkeit und hier kann Perfect Privacy punkten. Man hat einen Geschwindigkeitsverlust von ca. 10%, das aber absolut im grünen Bereich bei einer gut verschlüsselten OpenVPN-Verbindung. Auch bei den Latenzen punktet Perfect Privacy. Man hat hier im Mittel nur einen Verlust von 5 Millisekunden. Kommen wir also als nächstes zu den Features, die Perfect Privacy bietet, und da habe ich wirklich Schwierigkeiten gehabt, die auf eine Folie zu bekommen. Es wird ein SSL-Tunnel unterstützt, der hilft dabei, aus restriktiven Firewalls rauszukommen, wie zum Beispiel der Great Firewall von China. OpenVPN wird, wie gesagt, unterstützt. Zusätzlich wird noch das Protokoll IPsec unterstützt. Es gibt eine eigene Software, selbstverständlich von Perfect Privacy, die beinhaltet einen Leak-Schutz und einen Kill-Switch. Der sorgt dafür, dass keine Daten außerhalb der VPN-Verbindung fließen, selbst wenn diese getrennt ist. Es gibt Server in 23 Ländern. Es gibt einen Track-Stop, der ist nichts anderes als ein Adblock. Hier kann ich dann auch ganz aggressiv zum Beispiel Facebook wegblocken. IPv6 wird unterstützt. Es gibt automatische Updates der Software. Man kann im Tor-Netzwerk über die VPN-Server surfen. Cascading wird unterstützt, das heißt, man kann über mehrere Hops auf den VPN-Servern rumsurfen. Das macht es halt noch ein bisschen sicherer. Port-Forwarding wird unterstützt und es gibt kein Limit bei dem Verbindungsaufbau. Damit ist gemeint, dass man zum Beispiel mit seinem Handy gleichzeitig und seinem Computer reingehen kann. Und das wird nicht limitiert. Da haben andere VPN-Anbieter oft Begrenzungen. RVPN hat zum Beispiel 3 Geräte gleichzeitig. Perfect Privacy limitiert das gar nicht. Was hat mir jetzt also nicht so gut gefallen? Perfect Privacy unterstützt keine Verbindungen auf dem TCP-Port 443. Das ist insbesondere wichtig bei restriktiven WLANs. Da hat man dann die Möglichkeit, trotzdem eine Verbindung aufzubauen, wenn dieser Port unterstützt wird. Ist mir persönlich schon in einem Hotel-WLAN so gegangen, dass die nur Verbindungen auf Port 443 und auf Port 80, das sind die HTTP-Ports, zugelassen haben. Mit Perfect Privacy hätte ich dann zwangsweise den SSL-Tunnel nutzen müssen. Dort geht nämlich Port 443. Was mir auch nicht gefallen hat, ist, dass Torrents auf einigen Servern blockiert werden. Da geht es vor allem um die französischen und amerikanischen Server. Kommen wir zur Sicherheit und auch hier kann Perfect Privacy wieder punkten. Es gibt kein IP-Logging, kein IP-Leak ist aufgetreten, also schützt gegen den WebRTC und den DNS-Leak und OpenVPN wird ja wie gesagt unterstützt und das mit einem sehr hohen Verschlüsselungsstandard, wie unten zu sehen. Der Support hat mir auch gut gefallen. Es gibt FAQs, es gibt Anleitungen, es gibt ein Forum und man kann sich per Mail und PGP-Verschlüsselung an den Support wenden. Also nichts zu meckern hier. Jetzt kommen wir zu dem leidigen Thema, den Preisen bei Perfect Privacy, und die sind nicht gerade günstig. Ein Monat kostet 13,49 €, 12 Monate kosten 124,95 €. Man muss halt wissen, ob einem die vielen Features den Preis wert sind. Kommen wir also zum Fazit. Was hat mir gefallen? Selbstverständlich die Geschwindigkeit war gut, die vielen Features, die hohe Sicherheit und der Support. Gegen Perfect Privacy spricht der hohe Preis, die fehlende Unterstützung von TCP 443 und dass Torrents auf einigen Servern geblockt werden. Selbstverständlich gibt es natürlich für diesen Dienst eine klare Kaufempfehlung.